Ein weiterer Titel, wo Arrow Records aus, kann man tatsächlich sagen, wirklich berechtigten Grund eine Neuauflage von seiner Schallplatte anbietet, ist der Film Autopsy. Da habe ich euch ebenfalls vor einiger Zeit hier den Original-Vinyl-Release vorgestellt. Man erkennt offensichtlich auch hier schon, dass meine Kopie dezent beschädigt ist. Was ich jetzt aber gar nicht eigentlich dem Verkäufer, der mir das Ding auf eBay verkauft hat, anlasten möchte, sondern Arrow Video oder Arrow Direct. Denn Autopsy war damals ein exklusives Special für den Record Store Day in England. Das bedeutet, diese Schallplatte hat man ausschließlich in gewissen Schallplattenfachgeschäften direkt bekommen. Zwar einerseits eine relativ nette Sache, um den Schallplattenfachhandel und das physische Medium und den Einzelhandel per se zu unterstützen. Blöd allerdings für alle anderen, die so wie ich nicht innerhalb von England leben und demnach wahrscheinlich sich nicht unbedingt ein Flugticket leisten, um nach London zu fliegen und sich eine scheiß Schallplatte aus einem Geschäft zu holen. Deswegen wurden Leute dann wie ich zu eBay gezwungen, wo die Platte natürlich das Doppelte gekostet hat wie jede andere Arrow Records Platte. Und deswegen ist es vielleicht jetzt für diejenigen, die aus nachvollziehbaren Gründen hier in Richtung von dieser Strategie und von dieser Technik den Stinkefinger gezeigt haben, auch noch eine Möglichkeit finden, dieses Ding in die Sammlung aufzunehmen. Autopsy bietet übrigens einen Original-Soundtrack von Ennio Morricone und ist ein weiterer Titel, den Arrow Video zwar bis jetzt als Soundtrack veröffentlicht hat, aber noch nicht den Film an sich. Das Cover-Artwork finde ich in dem Fall relativ interessant. Das ist offensichtlich ganz eindeutig, ich weiß nicht, wieso ihr nicht selber drauf gekommen seid, ein Ausschnitt aus der Schlussszene von Avengers Infinity War, wo sich offensichtlich Donald Trumps Dauerwelle auflöst. Das ist ganz klar in dem Fall. Eigentlich, cool finde ich eigentlich, wie die wahrscheinlich weibliche Person hier reinschaut mit vor allem dem Totenschädel hier in dem Mond und dem gleißenden Licht. Ist es eigentlich gar nicht einmal schlecht gemacht. Ich könnte jetzt per se gar nicht sagen, welches dieser beiden Motive ich cooler finde. Das linke sieht zwar ein bisschen aufwendiger aus, aber das rechte hat, finde ich, dann trotzdem ein bisschen mehr Stil. Auf dem Backcover warten dann einzelne Bilder, das Backcover übrigens komplett anders gestaltet als bei der Erstauflage. Dafür haben wir im Inneren der Schallplatte wieder genau dasselbe Innenartwork, das wir auch beim letzten Mal schon bekommen haben, nur halt mit einer anderen Farbe als Untergrund. Da hat es Arrow Video, finde ich, absolut perfekt gemacht und absolut perfekt verstanden. Die Neuauflagen von den Erstauflagen abzugrenzen, um eben den Käufern der Neuauflage zwar per se etwas zu bieten, aber dafür die Käufer der Erstauflage nicht zu verärgern. Alleine schon eben die Tatsache, dass auch dieses Mal wieder bei der Neuauflage beide Schallplatten nur als Black Vinyl ausgeliefert wurden, wohingegen das Original, damit ich das nicht ebenfalls extra rausholen muss. Diese Farbe hat, wie gesagt, ich habe zur Original-Schallplatte bereits ein extra Unboxing gemacht. Für den Fall, dass sich jemand diese VÖ noch ganz genau anschauen möchte, verweise ich auf dieses Video. Nur um dieses jetzige nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Covertechnisch finde ich diesen Schallplatten-Release absolut genial. Vor allem eben für diejenigen, die die Erstauflage noch nicht haben.